Oh, und da bin ich neu, da war ich noch nie. Wer ist denn das bitte? Chris! Willkommen auf dem Festival Plaza, ich bin Chris! Oha. Der Festival Plaza ist ein geheimer Ort, an dem sich Spieler aus aller Welt mithilfe der Kommunikationsfunktionen treffen können. Ich veranstalte hier gerade ein Festival, bei dem sich Trainer untereinander austauschen können. Aber ich suche noch nach jemandem, der mit mir dem Empfang der Besucher aushilft. Du siehst wie jemand aus, der regelmäßig die Kommunikationsfunktion nutzt. Naja. Würdest du mir vielleicht helfen? Wenn dieses Festival so richtig in Fahrt kommen soll, brauche ich deine Hilfe. Also, was sagst du? Bist du dabei? Na klar. Immer dabei. Immer bereit. Los geht's. Klasse. Vielen Dank. Oh, wer ist denn bitte? Chris. Ich habe auch gleich einen Auftrag für dich. Auf dem Festival Plaza hält sich bereits ein Besucher auf. Bitte geh und rede mit ihm. Okay. Hör mal. Hallo da. Als ich gehört habe, dass hier ein Festival für Trainer veranstaltet wird, dachte ich mir, ich schaue einfach mal vorbei. Du bist hier für den Empfang zuständig, oder? Dann weißt du bestimmt auch, was du zu tun hast, wenn du einen neuen Besucher begegnest, oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Na ganz einfach, du machst das, was du auch gerade mit mir getan hast. Du sprichst ihn an, hörst sie an, was er auf dem Herzen hat und erfüllst ihm alle seine Wünsche. Als Dankeschön bekommst du dann ein kleines Geschenk von ihm, so was zum Beispiel. Du erhältst 2 FM. Bislang hast du insgesamt 2 FM gesammelt. Wenn du auf dem Festival Plaza einem Besucher begegnest, dann sprich ihn bitte an. Nur so kommt dieses Festival richtig in Fahrt. Ich habe eine Frage. Hallo da. Wenn du auf diesem Festival einen Besucher begegnest, dann sprich ihn bitte an. Nur so kommt er richtig in Fahrt. Okay, wer hat denn jetzt die Frage? Der hier, oder? Nee. Wer hat denn jetzt bitte die Frage? Hallo? Stand hier nicht gerade, er hat eine Frage? Egal. Wer bist denn du? Herzlich willkommen. Ich stecke leider noch mitten in den Vorbereitungen. Bitte komm wieder, nachdem du Chris geredet hast. Ach so. Ein kleines Kind an einem Stand. Okay. Kauft wohl gerade irgendwas. Geht mal mit, Chris. Gute Arbeit. Wenn du die Fragen der Besucher beantwortest oder ihnen ihre Wünsche erfüllst, belohnen sie dich mit Festivalmünzen. Diese Festivalmünzen kannst du dann an den Buden auf dem Festivalplaza ausgeben. Das Wort Festivalmünze wird übrigens ab und zu mit FM abgekürzt. Nur damit du weißt. Wo wir schon mal dabei sind, ich erkläre dir am besten gleich ein paar Dinge zu den Buden auf dem Festival Plaza. Wenn du an der Losbude das große Los ziehst, kannst du wertvolle Preise gewinnen. An der Ballon-Turn-Bude können deine Pokémon gleichzeitig trainieren und Spaß haben. Hier an der Orakelbude kannst du dir dein Horoskop des Tages anhören. An der Färbebude kannst du deine Modeartikel eines neuen Anstrichs verpassen.
Und das waren noch nicht alle Buden, die es zu entdecken gibt. Wups, schwups. Auf dem Festival Plaza halten sich wieder ein paar Besucher auf. Erfülle ihnen ihre Wünsche, um Festivalmünzen zu erhalten. Ah, sozusagen ein Online-Modus. Dachchen, wer bist denn du? Weißt du, wie man auf dem Festival Plaza Besucher findet, die einen Wunsch haben? Keine Ahnung. Ist das dein Ernst? Denk doch mal genauer nach. Okay, zuhören vielleicht. Sehe schon, du bist ein richtiger Profi. Hier hast du ein kleines Dankeschön dafür, dass du dich so herzlich um mich kümmerst. Du hast 2 FM. Bislang hast du insgesamt 4 FM gesammelt. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass über den Besuchern eine Sprechblase erscheint, wenn du dich ihnen näherst. Lies dir genau durch, was darin steht und suche nach dem Besucher, der deinen Wunsch hat. Hör mal! Weißt du, wie viele Leute auf dem Festival Plaza... mit den Kommunikationsfunktionen kann man das... ich sehe schon, du bist ein echter Profi. Hier hast du ein kleines Dankeschön dafür, dass du so herzlich um mich kümmerst. Du erhältst 2 FM. Bislang hast du gesamt 6 FM gesammelt. Rang 2. Das ging aber einfach. Chris freut sich total. Du findest ihn vor dem Schloss. Geh und sprich mit ihm. Nutze fleißig die Kommunikationsfunktion und suche nach anderen Spielern. Über den lokalen Modus kannst du Spieler, die sich in nächster Nähe befinden, anwerben. Stellst du dir eine Verbindung zum Internet her, kommen die Spieler von weit her besuchen. Okay, dann gehe ich mal erstmal zu... Hi Chris. Gute Arbeit. Der Rang des Festival Plazas ist gestiegen, weil du genügend Besucher in Empfang genommen hast und fleißig Festivalmünzen gesammelt hast. Weißt du was? Ich bin in Spendierlaune. Hier hast du kleine Belohnung dafür, dass du den Rang des Festival Plazas erhöht hast. Lass uns auf diesem freien Stellplatz eine neue Bude aufstellen. Zum Beispiel die Orakelbude Villa Pokémon Nummer 1. Ihr Betreiber ist in meinen Unterlagen als Knirps vermerkt. Okay. Auf geht's, Knirps. Auf dem Festival Plaza gibt es jetzt die Bude Villa Pokémon Nummer 1. Jedes Mal, wenn der Festivalrang steigt, bekommst du eine neue Belohnung von mir. Also erfülle die Wünsche der Besucher und sammle Festivalmünzen, was das Zeug hält. Okay. Ach übrigens, in diesem Schloss findest du meine freundlichen Assistenten. Schau doch später mal bei ihnen vorbei. Und zu guter Letzt habe ich noch eine wichtige Information für dich. Solange du auf dem Festival Plaza bist, wird über den neuen lokalen Modus oder über das Internet eine Verbindung zu anderen Spielern aufgebaut. Um technische Details kümmere ich mich, also probiere bei Gelegenheit einfach mal aus. So, ich muss jetzt langsam zurück an die Arbeit. Viel Erfolg mit dem Festival Plaza. Das Touchscreen-Menü wurde freigeschaltet. Wie wär's, wenn du einen Kampf oder einen Tausch wagst? Wenn du den Festival Plaza verlassen willst, drücke einfach den X-Knopf oder berühre das Pfeilsymbol links unten auf dem Touchscreen. Okay. Werde ich jetzt, glaube ich, hier mal kurz rumgucken und mich mal die ganzen Sachen erkunden. Ja, so, wo wir jetzt die Introduktion des Mannes, wie hieß er nochmal? Mir ist sein Name entfallen. Nachdem wir seine Introduktion überstanden haben, die Einleitung, kann ich euch ja jetzt begrüßen. Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Abraham zum 14. Part von Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Ihr knurrt der Magen.
Und ich soll ihr zeigen, wo man gutes Essen bekommt. McDonald's steht nicht zur Auswahl. Naja, wäre ja auch ein Witz gewesen. Wo? Ja, wo denn? Villa? Vielleicht? Okay, ja. Was soll ich denn wissen, wo es Futtern gibt? Was gibt's denn hier? Willkommen zur Färbebude, Team Rot. Nee, erstmal nicht. Wir suchen einen Essensstand. Wie gibt's denn hier Futtern? Sieht nicht nach Futtern aus. Willkommen zur Färbebude, Team Grün. Ah, okay. Was weiß ich denn, wo es Futtern gibt? Ja, ich werde mich heute hier ein bisschen umgucken und vielleicht die eine oder andere Aufgabe lösen, wenn sie nicht so schwer ist. Verstehst du, wie ich mich fühle? Wahrscheinlich nicht. Bitte zeig mir eine Bude, die mir gefallen könnte. Team Grün? Ja, ich glaube, Team Grün könnte dir stehen. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Team Grün. Ja, das entspricht genau meinen Vorstellungen. Wie ich mich jetzt fühle, ich drück's mal so aus. Unglaublich! Du hast 8 FM vom Fan, von Fan erhalten. Oder Fan, wie gesprochen wird. Wie lange hast du? Geil, 8. Gut. I'm gonna be rich. Bei der war ich schon. Hallo da. Ach, noch ein Fan. Bitte zeig mir eine Bude, wo meine Pokémon spielen können. Ich habe mich doch selbst noch nicht umgeguckt. Lass mich erstmal selbst umgucken. Willkommen zur Orakelbude, Villa Pokémon, Sternchen 1. Ich höre mir mal mein Horoskop an. Du hast im Moment 14 FM. Wenn du ein Horoskop hören willst, kostet dich das 10 FM. Was? Nee, lass mal lieber sein. Versuch mal ein T-Shirt entfernen. Willkommen zur Färbemode, Team Rot! Modeartikel entfernt. Ja. Du hast keinen Artikel eingefärbt. Du hast keinen Artikel, der gefärbt werden kann. Bring das nächste Mal einen weißen Artikel mit. Bis zum nächsten Mal. Okay. Mein Hemd ist anscheinend beige. So, vielleicht hier. Willkommen zur Losbude, das große Los. Dann zieh ich mal los. Auf Los zieh ich los. So, dann gebe ich jetzt die Ergebnisse bekannt. Du hast den 7. Preis gewonnen, ein Exemplar des Top Ether. Was, nur den 7. Platz? Das ist ein wenig enttäuschend. Aber gut. Oh, ein Mauzi. Ist das ein Mauzi? Das ist ein Mauzi. Das ist ein Mauzi. Geil. Ja. Und was mit dir? Willkommen zur Orakelbude. Okay. Färbestand, Spielstand. Und was ist hier? Willkommen zur Ballon-Turnbude. Trippel, Trappelland. No, spielen wir das gleich mal. Parcours A, Parcours F. Ich nehme mal direkt Parcours F. Parcours A. Sorry. Bitte wähle, welches Pokémon teilnehmen soll. Ach, das war das was. Pokémon, bei denen die Teilnahme keine Wirkung hätte oder die kampfunfähig sind, können nicht ausgewählt werden. Na dann. Bei mir sind, glaube ich, alle geheilt. Ich lasse mal John ein bisschen hüpfen. Solange er das Ding nicht anbrennt. John betritt voller Vorfreude die Bude. Boing, 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 boing. John hat sich gut amüsiert. Der KP-Basiswert von John ist leicht angestiegen. Okay, und warum kann ich ihm nicht dabei zugucken? Tja. Dann mal her mit den Festivalmünzen. Du hast 5 FM bezahlt. Willkommen zur Ballon-Turnbude Trippel-Tappel-Land 1.
Nein. Ja, was bringt denn das, wenn ich das nicht zugucken kann? Oh, da ist gerade jemand direkt vor meiner Schnauze aufgetaucht. Was zum Geier. Wenn ich mich etwas einsam fühle, komme ich besonders gerne hierher. Hier bin ich immer willkommen, egal ob ich die Kommunikationsfunktion nutze oder nicht. Okay, das wollte er uns sagen. Ja, aber bitte nächstes Mal nicht direkt vor meiner Schnauze auftauchen. Ja, hallo, Ola. Bitte zeig mir eine Bude, wo meine Pokémon spielen können. Da habe ich was für dich. Ist zwar nicht ganz so lustig, aber da kannst du es machen. Trippetrappeland Nummer 1. Ja, das entspricht genau meinen Vorstellungen. Wie ich mich jetzt fühle, ich drück's mal so aus. Das tut gut. 4 FM. Ach, das ist doch... Rang 3. Wie geht's? Superb. Rang 3. So. Ist grün färben. Ich brauche dafür aber erstmal ein weißes Ding. Ein Pirat hier. Willkommen zu Rossbude. Goldrausch Nummer 1. Ich ziehe auch hier nochmal los. Schadet nicht. So, dann gebe ich dir jetzt mal drei, das ist ja bekannt. Du hast den 10. Preis gewonnen, ein Exemplar des Items Bärensaft. Was ist ja hier immer enttäuschender? Das vom nächsten Mal. Okay. Ja, toll. 7. Platz und dann 10. Platz. Na, wunderschön. Ich gehe mal dort ins Schloss rein. Hallo Zwergenfürst, willkommen auf dem Festival Plaza. Schön dich kennenzulernen, Zwergenfürst. Wie du gleich sehen wirst, dreht sich hier alles darum, dir das Leben leichter zu machen. Aber eins nach dem anderen. Zuerst ein paar Worte zu mir selbst. Ich bin hier für den Empfang zuständig. Wenn du Fragen zum Festival Plaza hast, kannst du sie mir also jederzeit stellen. Dieser PC für das Kommunikationsfunktionen reserviert, die für die auf das Internet zugreifen. Momentan sind das Kampfvideos und Spielsynchro. Das hier ist der Empfang für globale Spektakel. Bei globalen Spektakeln versammelt sich der Spieler aus aller Welt auf den Festival Plaza, um gemeinsam Weltrekorde zu knacken. Für die Teilnahme an einem globalen Spektakel wird eine Internetverbindung benötigt. Hier kannst du Trainer herbeirufen. Wenn du einem deiner Besucher einfach mal ein bisschen plaudern willst, bist du hier goldrichtig. Hier kannst du den Festival Plaza individualisieren. Dazu gehört zum Beispiel die Anordnung der Buden. Na dann weiß ich, was ich als erstes mache. Wir, das Personal des Festival Plazas, werden dir zur Seite stehen auf gute Zusammenarbeit. Einmal personalisieren, bitte. Hallo Zwergenfürst, wenn du den Festival Plaza individualisieren möchtest, bist du bei mir Gold, richtig? Was möchtest du tun? Buden umstellen, Infos abbrechen. Okay, kann ich nur die Buden umstellen? Okay, ja. Bitte wähle, welche Einrichtung du ersetzen willst. Versuch mal Team Grün neben Team Rot zu stellen. Welche Einrichtung willst du stattdessen aufstellen? Ach so, ja. Buden umstellen. Muss, glaube ich, jetzt hier auf Villa Pokémon. Team Rot, da soll dann Team Grün hin. Zack. Hämmer, Hämmer, Hämmer. Schraub, Schraub, Klopf, Klopf. Hab grad leider nichts zur Hand, sonst würde ich das simulieren. Die Anordnung der Buden auf dem Festival Plaza wurden geändert. Ah, da sieht man es schon. Grün und Rot nebeneinander. So muss das. Ein Stuhl. Ein Thron. Platzier dich drauf.
Tada! Hallo Zwergenfürst, soll ich jemanden für dich herbeirufen? Was möchtest du tun? Spieler herbeirufen, bitte. Bitte wähle, welchen Spieler du herbeirufen möchtest. Na, ist ziemlich nah meine Liste. Ziemlich. Na, wahrscheinlich eher nicht. Dann spreche ich mal mit der Dame hier. Oder mit dem PC. Mit dem PC kannst du verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten zugreifen. Was möchtest du tun? Nein, lieber noch nicht. Ich gehe mal raus. Joa, tauchen die gerade aus. Was ist mit dir? Bist gerade aufgetaucht. Unsere Mission ist es, Spielern, die nicht die Kommunikationsfunktion nutzen, dabei zu helfen, dass ihr Festival Plaza trotzdem ordentlich in Fahrt kommt. Ja, vielen Dank. Ich übersetze es mal auf Deutsch. Die sind dafür, die Leute hier sind dafür, die Leute, die keine Freunde haben. Ja. Guck mal, der unterredende Bildschirm, der ist auch schön. Ja. Kann man tauschen, kämpfen und irgendwas hier machen. Und was ist das hier? Hier in deinem Profil kannst du dich über deinen Festivalplan informieren und dir deine Statistiken anschauen. Die Informationen werden an andere Spieler gesendet und so weiter und so fort. Okay, aber... Ja, schön. Achso, hier. Kann ich einstellen. Kann ich ein Profil anlegen. Nice. Ein Gruß. Gruß ist momentan muahahaha. Bitte wähle eine Kategorie. Dein aktueller Gruß ist muahahaha. Lieblingstrainertyp über mich selbst, mein Hobby, Zitat, Pokémon-Spieler, Aktivitäten in Alola, meine Zeit in der Welt von der Pokémon. Nachricht via Kommunikationsfunktion, Freude, Wut, Trauer, Spaß, Überraschung, Gruß, Ausruf, Antwort, Reaktion, Lieblings-Pokémon-Typ, Wunsch, Gefühl. Was ist mein Gruß da? Guten Morgen, guten Abend, wie geht's? Alles im grünen Bereich? Bis bald, hol dir keine Erkältung, Alola. Tja, ha. Konnichiwa, hallo. Bonjour, bonjour, guten Tag, hola. Angenommen, hi, hallo, arrivo, thank you. Merci, grazie, danke, gracias. Go, maro, sayonara. Bye, au revoir. Ciao, tschüss, adios, danke, tschüss. Gute Nacht, danke schon mal. Lass uns Freunde sein, hurra, hippie, mach's gut, auf Wiedersehen, freut mich, guten Rutsch. Frohes neues Jahr, ein frohen Jahrestag, alles Gute zum Geburtstag, bitte. Seid gegrüßt, ist nicht mit dabei, oder? Kann ich selbst was schreiben, oder was? Scheinbar nicht. Oh, Zitate. Das ist nicht sehr effektiv. Das ist sehr effektiv. Es hat keine Wirkung. Ich habe kein kampffähiges Pokémon mehr. Mir wird schwarz vor Augen. Oh, das sind auch geile Zitate. Über mich, ich fühle mich wie ein Junge, ich fühle mich wie ein Mädchen, ich fühle mich wie ein Mann, ich fühle mich wie eine Frau, ich fühle mich wie ein Mann mittleren Alters, ich fühle mich wie eine Frau mittleren Alters, ich fühle mich wie ein älterer Mann, ich fühle mich wie eine ältere Frau, ich bin ein Junge, ich bin ein Mädchen, ich bin eine Frau, ich bin ein Mann mittleren Alters, ich bin eine Frau mittleren Alters, ich bin ein älterer Mann, ich bin eine Frau, ältere Frau, ich, Familie ist mir sehr wichtig, mein Sohn ist mir sehr wichtig, meine Tochter ist mir sehr wichtig, meine Kinder sind mir sehr wichtig, dein Vater ist mir sehr wichtig, deine Mutter ist mir sehr wichtig, meine Zukunft ist mir sehr wichtig, Freundschaft ist mir sehr wichtig, Liebe ist mir sehr wichtig, Frieden ist mir sehr wichtig, Partnerschaft ist mir sehr wichtig, ich spiele schon seit 20 Jahren Pokémon Sonne, ich bin ein frisch gebackener Pokémon Trainer, ich bin ein erfahrener Trainer, ich bin jemand, in jemanden verliebt, ich bin niemand, in niemanden verliebt. Ich poste meinen Status auf Facebook. Ich poste meinen Status auf WhatsApp. Ich poste meinen Status auf Google Plus. Ich habe ältere und jüngere Geschwister. Ich bin verliebt in meinen Lehrer. Ich achte immer auf das Aussehen anderer. Ich achte immer auf den Charakter anderer. Ich bin intolerant anderen gegenüber. Ich bin ein Nerd. Ich bin ein Genie. Ich bin ein Dussel. Ich bin, verstehe mich nie. Ich bin ignorant. Ich bin verwirrt. Ich bin faul. Ich bin. Ja, komm.
So, nach einem halben Jahr habe ich mich dann mal für Alola entschieden. Verabschiedung. Och nö. Ich mach mal kurz einen Schnitt und zeige euch dann das fertige Profil, würde ich mal sagen, oder? So, jetzt haben wir hier als Gruß Alola, als Verabschiedung tschüss, als wenn ich mich freue, Freedom! Wenn ich enttäuscht bin, was dagegen, wenn ich mal kurz heulen gehe. Mein Geheimnis ist, ich spiele schon seit 20 Jahren Pokémon Sonne. Kampfeinladung jederzeit, und das sind solche Einstellungen, ja. Hier werden meine Pokémon angezeigt. Karl, Lea, die zweite, John, Lilly. Oh, meine Items. Nice. Hier kann ich kämpfen. Lokaler Modus aktiv. Tauschen. Kämpfen. Kann ich auch den nicht lokalen Modus anmachen, also den Internetmodus. Soll eine Internetverbindung hergestellt werden? Ja, ich möchte eine Internetverbindung herstellen. Marzipankartoffel. Nur Erik, keine ab. Nur für mich. Marzipankartoffel. Mensch. Mountain werden ein bisschen überprüft, ja, aber dauert noch ein bisschen. Und Hinweis. Noch mal was trinken hier. Internetverbindung aktiv, das ist geil. So, wer hier denn in Internet kommt. Oh, da kam doch jemand. Tachchen, wer bist du? Oh, seht ihr gar nicht. Unsere Mission ist das Spiel Kommunikation. Ach so. Wieder der Freundesersatz hier. Wer bist du? Fan? Fan? Ach, das sind die wieder diese Pseudo-Fans hier. Vielleicht kommt im Laufe der Zeit, vielleicht werde ich das nochmal machen irgendwann. Oder mal vielleicht auch mal privat spielen. Kommt dann ein echter Pseudo-Fan mit dazu. Bist du in jemanden verliebt? Alter, der fragt sie mich direkt, als ob ich in jemanden verknallt bin. Nee, bin ich nicht. Ja, bin ich. Ja, sogar in mehrere. Das geht dich erstens mal an. Das geht dich erstens mal ein Schneiddreck an und dann zweiten. Drittens, naja, verrate ich dir nicht. Warum gleich so direkt? Gut, das ist noch mehr, auch ein Fan. Guck mal, ob ich jemanden zum Tausch finde. Linktausch, GTS, Wundertausch. Oh, Wundertausch ist nice. Ich habe bloß noch keinen Freund. Ja, das auch. Ja, doch, den habe ich aber. Er hat, glaube ich, gerade keine Zeit für Pokémon. Oh, kann ich Mauzi tauschen? Aber nicht im Wundertausch. Ja, EP-Box. Würde ich lieber gegen einen Zuschauer oder einen Abonnenten oder einen Freund oder so weiter tauschen. Kämpfen. Link-Kampf zum Kampfplaza. Regeln herunter dann. Regeln interessieren mich nicht. Ich gehe mal zum Kampfplaza. Freier Kampf, bewerteter Kampf, Online-Turnier. Online-Turnier klingt cool. Muss mich registrieren irgendwo. Okay, QR-Code. Ich habe keinen QR-Code. Das war mein Tisch.
Okay. Die SD-Karte wird überprüft. Der Bildschirm steht still. Nee, geht wohl irgendwie nicht. Naja, dann werde ich das mal ein bisschen offscreen machen und dann, ja, mal